Servus meine lieben Profis und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch. Und ich bin gespannt, was jetzt auf uns wartet. Hey. Boah, ist das cool. Nein. Noch Mensch. Huch. Hilfe. Hier passieren Dinge. Muss ich sowas denn? Muss ich das machen? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube, ich hätte die alle auslösen müssen, oder? Sehe ich das richtig? Ich bin ein Keck. Okay, gut, dass ich immer alle Münzen einsammle. Ich glaube, sonst wäre ich schon lange so ein bisschen lost. Ich bin grundsätzlich in diesem Spiel lost. Ich weiß gar nicht, wie viel Münzen mich das kostet, wenn ich einmal drauf gehe. So gefühlt eine Million? Ja. Ja gut, springen wir da einfach mal eine Runde rüber. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viele Münzen kostet mich das? Na, knappe 10, ne? Also geht eigentlich. Ich kann auch 73 mal sterben, scheißegal. Wir können loslegen. Darf ich es nicht verkacken, ansonsten ist wieder ein bisschen kaputt. Ah, hier gibt's Münzen. Puh. Ich bin unten angekommen, also ganz unten. Ich verstehe diese Welt noch nicht so ganz, aber es ist in Ordnung. Aua, da wollte ich eigentlich springen, aber... Oha, kommt direkt der Nächste. Oha, was... Was passiert hier? Ah! Was passiert hier? Ich weiß doch gar nicht, was hier abgeht. Boah, Jungs. Könnt ihr doch nicht mit mir machen, ey. Ich weiß doch gar nicht, was hier überhaupt abgeht. Okay. Aber gut, wir haben einen neuen Checkpoint, was ich cool finde. Und wer bist du eigentlich? Du siehst ziemlich fresh aus. Okay. Oh, ein Mondstück. Ich muss jetzt so 4 Mondstücke sammeln und dann kriege ich einen Mond, oder wie sieht das aus? Hey, das ist cool, WTF. Wie cool ist das bitte? Das ist ziemlich cool. Das ist smart. Oh, man ist super langsam, wenn man das anhat, ne? Okay, noch ein Mondstück. Aber er kann sich schnell umdrehen, das finde ich gut. Ich will nicht herausfinden, was dieses lilane Zeug hier überhaupt machen kann. Wo gibt es mehr Mondstücke? Ah, da oben auf dem Hügel sehe ich gerade eins. Okay. Ich bin verwirrt von dem Ding hier. Fußabdrücke. Aber hier oben auf dem Hügel ist noch so ein Mondstück. 3 von 5. Wo gibt's noch eins? Also, beziehungsweise noch 2 Stück brauchen wir ja. Mit Anlauf dagegen? Ne. Ich könnte noch mal versuchen, da oben drauf zu gehen, also hinten zu dem. Ach, das ist immer da, man sieht's einfach nur nicht. Sprich, also ich könnte theoretisch, auch wenn ich nicht in seiner Form bin, hingehen und als Marius hier drüber laufen. Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig. Okay, cool. Ja. Wo gibt's denn sonst noch hier? Ich brauche noch 2 Mondstück-Dinger. Dingensbums, das Kirchens. Alles klar.
So viel dazu. Hat ja richtig gut geklappt. Hey. Ich glaube, das wird ein sehr langes Spiel. Aber okay, die Mondstücke habe ich trotzdem. Okay, er rennt weg. Finde ich gut. Hm, hier brauche ich den Mond, okay. Vorher komme ich hier nirgendwo hin. Ja. Da oben ist noch ein Mondstück. Da komme ich doch bestimmt dann irgendwie damit hin, oder? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich ihn hier brauche. Okay, schauen wir mal. Da hinten gibt es Münzen. Und da werden wir zu dem Monddingen hinkommen. Interesting, interesting. Okay. Finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Düdel. Laufen wir hier rüber, noch ein Mondstück. Und da unten ist der letzte. Sehr cool, sehr cool. Sehr, sehr cool. Damit haben wir den nächsten Mond, finde ich super. Perfekt, perfekt. Besser geht's nicht. Drei Stück. Sauber. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir diesmal, um hier wegzukommen? Ich bin ja schon interessiert. Hilfe! Kopfstand, Pyramide, Showdown. Okay. Ich denke, man muss mehrmals gegen Bowser kämpfen. Das wird sich nicht mit einmal haben. Fährt er komplett durch? Tut er. Das ist cool. So, irgendwie muss ich da jetzt hochkommen. Du. Wer ist er denn? Mein Kunde wartet schon auf mich, aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht weg. Ja, erstmal nicht. Da drin ist ein Multimond, sehe ich gerade. Den hätte ich gerne. Aber wie komme ich da dran? Wie wollen wir da bloß reinkommen? So gute Frage, ne? Okay. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Was denn hier? Okay. Huch! Heiliger Bimbums. Also das funktioniert mit meiner Motorhaube nicht. Kann ich hier irgendwie was... nee, so garantiert nicht. Aha. Her damit. Nehme ich wohl mit. Ein Mond für dich. Vom Taxi gefallen. Vom Taxi gefallen. Das ist eine Ausrede, die habe ich auch noch nicht gehört. Das ist eine gute Frage. Kann ich dich übernehmen? Nee, ich kann nicht nur hauen. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da unten reinzukommen, oder? Scharf, du weißt das doch. Sorry. Da gibt es nochmal welche von diesen lilanen Dingern. Dü. Ich würde da schon gerne irgendwie reinkommen. Vielleicht sollte ich mich aber auch nicht damit unbedingt aufhalten. Huch.
Ups, Hilfe. Irgendwas passiert da doch mit, aber ich kann es nicht genau. Nee, keine Ahnung. Schauen wir mal, ob wir irgendwie in die Kopfstandpyramide. Kopfstandpyramide? Hieß das Ding so? Ich glaube wohl. Ob wir da irgendwie reinkommen. Aber das scheint ja relativ denkbar einfach zu sein. Und dann haben wir wieder so einen Bosskampf und dann mal gucken, wie blöd ich mich anstelle. Mal gucken, wie oft ich sterbe. Ah, erstmal müssen wir da hinkommen, okay. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Hier, da, du. Du bist mein Ticket darüber. Hab ich gehört, hab ich schon ganz oft gehört. Okay. Aber hier drin gibt's nicht irgendwie nochmal einen, einen Checkpoint oder sowas? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Dann geht's ab erstmal hier in diese Wandmalereien. Ups, war so nicht der Plan. Ich wollte da schon drin bleiben, Kollege. Nein, kannst runtergehen und da rein. Ah, okay. Das ist natürlich, okay. Bin ich mit einverstanden? Ne, bin ich nicht mehr so mit einverstanden. Bin ich jetzt wieder einverstanden? Na gut, okay. Habe ich ihm zwei Stück kaputt gemacht? Das ist ein bisschen verwirrend, aber ist in Ordnung. Okay, wo geht's hin? Ich war gerade ein bisschen still, ich war verwirrt von dieser Map. Kann ich meinen Fernseher auf den Kopf drehen? Ups. Ich kann hier natürlich jetzt gerade mich gut umbringen. Ich glaube, ich lasse es mal besser, gegen diese Viecher zu kämpfen. Solange ich so ein bisschen doof bin. Okay, komm, schnell weg hier. Schnell weg hier. Boah, jo, wo kommt er denn auf einmal her? Nee, ich wollte da schon. Drin bleiben. Der ist nur da zum Erschrecken hier, der Kleine. Huiuiuiui. Hi. Wo geht's denn überhaupt hin, Leute? Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Oh, perfekt. Alles richtig gemacht, glaube ich. Ey, besser geht's ja wohl nicht, oder? Ey, ich würde behaupten, alles ganz richtig gemacht sogar. Gut, vielleicht hätte ich das hier irgendwie kaputt machen sollen. Ah. Das machen die schon. Ja, so viel dazu. Ich brauch so einen. Komm so mal her. Ich fliege hier einfach mal gegen. Ich glaube, das war jetzt schlecht. Wobei, ich weiß nicht, wo geht's hin, wenn ich jetzt hier auf der anderen Seite bin? Sterbe ich mal wieder? Jo, was ist denn da los? Was ist denn da los? YouTube-Money? Was? Okay. Also aus einem Fehler habe ich jetzt tatsächlich doch was rausgekriegt. Das war cool. Sehr cool, sehr cool. Das schmeckt, ne? Na komm. Darf ich hier wieder? Nee. Genau, so funktioniert das. Ah, das ist cool.
Na komm. Ja. Und dann müsste ich hier hin. Zack. Boah, jo. Das ist doch gut. Perfekt. Sagen, alles ganz richtig gemacht. Chaka. Mal das ganze Geld hier rausholen. Man kann also tatsächlich irgendwie so mehr Geld rausholen, wenn man mit, wenn man quasi mehrere in Folge in der Kette kaputt macht. Aber okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wir sind schon ganz oben. Okay. Ob ich das so gut finde, weiß ich noch nicht. Ich bin noch am Zweifeln. Ich bin noch am Zweifeln, wie gut ich das finden soll. Aber okay. Oh nee, die Karnickel wieder. Na? Er sucht den Ring der Einheit. Den hatte der Chef schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Hm, das ist schlecht. Aber ich wollte auch gar nicht hin. Ich wollte die verhindern. Okay, ich glaube, ich weiß schon fast, wie ich diesen Bosskampf zu handeln habe. Chaka. Sehe ich das richtig? Ey, sauber. Nicht so sauber. Die Alte ist völlig krank. Ja, Bolze hier. Die Dinger gehen viel schneller jetzt in die Luft, oder? Sehe ich das richtig? Aber egal. So läuft's, so läuft's. So kann man doch damit arbeiten, oder? Oh, die Lache, ey, die ist völlig verrückt. Hätte ich das damals als Kind gespielt, ich hätte wahrscheinlich Todesangst gehabt. Okay. War jetzt nicht so schlau. Ey, das war ja gar nicht mal so schwer. Ich glaube, bei dem zweiten Boss habe ich mich ein bisschen schwerer getan. Kann das sein? Die ist explodiert? Okay. Ey, da ist ein Multimond. Aber ich hätte gerne den anderen von da unten auch noch. Ich habe bloß absolut keinen Plan, wie ich da dran kommen soll. Ich habe bloß leider absolut keinen Plan, wie ich da dran kommen soll. Multimond for me. So, die anderen sind jetzt wahrscheinlich abgehauen und ich fliege jetzt zur nächsten Map weiter. Kann das sein? WTF? Das Loch in der Wüste. Aha. Diese miese Brudal oder whatever hat uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiterhin unsere Monde. Oh. Die Kopfsteinpyramide schwebt. Das ist erheblich, kälter geworden. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Ja, schon. Muss ich da jetzt hin und mir das angucken oder wie sieht das aus? Ich meine, da hinten ist nochmal ein Multimond. Huch! Wo kommen die denn her? Boah, jo, wo kommt ihr denn auf einmal her? Dann laufe ich da einfach mal geschickt dran vorbei. Die sind ja gruselig. Die leuchtenden Augen hier von denen. Ich laufe einfach mal dran vorbei. Ich kann sie scheinbar nicht so einfach töten, wie ich es gerne hätte. Im Gegensatz zu denen hier oben. Ich wusste ja nicht, dass sich in der Nacht noch was verändert.
Na genau. So, du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst auch noch weg. Und du gehst weg. Zack. Nee. Zack. Zack. So, haben wir da noch einen, so einen Hügel? Gibt's ein paar mehr Münzen? Ne, so ein Ausguck-Ding brauche ich gerade nicht. Ups. Ist natürlich jetzt denkbar blöd gelaufen. So, du auch noch. Und du natürlich ganz zum Schluss auch noch. So. Huch. Was kann ich hiermit anfangen? Achso, das ist der Schalter, genau, von der komischen Wand hier. Ja, habe ich ja schon gedrückt. Alles cool. Jo, gehst du wo weg? So. Boah. Hilfe! Was tue ich da? Ich will hier wieder hoch. Mach das an. Boah, Junge. Was ist denn hier los, ey? Gott, Gott, Gott. So, das alles mitnehmen. Immer alles einstecken. Ey, Moment mal, man könnte doch da hinten ziemlich gut mit einer dieser Raketen hinkommen, oder sehe ich das falsch? Komm mal her. Genau, da habe ich hier schon mal ein bisschen freie Bahn und dann klaue ich mir dich mal. Tschack. Dann könnten wir ja noch einen Mond klauen hier. Ein Mond für dich, perfekt. Nehme ich doch gerne mit. Nehme ich doch dankend an. Okay. Das hat gerade so gereicht, aber es ist in Ordnung. So. Also Monde sammeln können wir hier auf der Map eigentlich ganz gut. Also ich stelle mich gerade gar nicht mehr so blöd an wie ganz am Anfang. Auch wenn noch ein bisschen unkoordiniert, aber ist ja egal. Da müssen wir da nochmal wieder durch. Also man muss die Maps schon so das ein oder andere Mal mehr spielen. Beziehungsweise jetzt halt das zweite Mal. Ja, so. Nee, das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Perfekt, wenn man so eine Vierer-Kombi macht, kommen da ein paar mehr Münzen raus, habe ich schon festgestellt. Na? So, da wollte ich hin, genau. Hi. Ah ja, den Mond. Ja gut, den muss ich jetzt nicht wieder einsammeln. Der ist ja schon eingesammelt. Oh mein Gott, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist, Gott. Völlig verpeilt jetzt, aber gut, das ist eine längere Folge geworden. Und würde ich sagen, sehen wir uns an der Stelle das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ja, Gott. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Videobeschreibung abchecken, Kommentare schreiben. Wenn es euch vor allem nicht gefallen hat, gerne reinschreiben, was. Dann kann ich das nämlich beim nächsten Mal verbessern. Und Videobeschreibung findet ihr Links zu allen Social Medias, Discord und mein Nintendo-Freundescode übrigens auch. Dann würde ich sagen, bis dahin. Viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.